Hey und herzlich willkommen zu Part 3 der Lucid Legacy Challenge. Ja, endlich sind meine Prüfungen alle rum. Ich habe jetzt insgesamt 7 Prüfungen geschrieben und deswegen kamen da jetzt ja eben länger keine Videos mehr. Aber jetzt habe ich das Semester endlich hinter mir und kann mich jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Videos konzentrieren. Und ich freue mich jetzt auch echt schon mega drauf. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr, was wir im letzten Part alles gemacht haben oder was wir uns vorgenommen haben für diesen Part. Aber ich denke mal, der erste Schritt oder der nächste Schritt ist jetzt auf jeden Fall weiterhin Geld verdienen. Die beiden wollen ja sehr früh eine Familie gründen und auch eine große Familie gründen und deswegen brauchen wir da definitiv Geld, damit wir unsere Farm ein bisschen mehr ausbauen können. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir in diesem Part auf jeden Fall schon mal ein kleines Gewächshäuschen bauen, weil ich glaube, wir haben noch gar keins. Und das wird uns auf jeden Fall schon mal mega viel bringen, dass wir hier so ein paar Pflanzen, die eben im Sommer jetzt nicht blühen, wir haben Sommer genau, die jetzt eben nicht blühen, dass die eben auch blühen. Sehr gut erklärt. Ja, und dafür brauchen wir natürlich erstmal Geld, weil das ist irgendwie ganz schön teuer, eins zu bauen. Und ich würde sagen, wir werden uns dafür heute mal den Botengängen widmen. Beziehungsweise Raven könnte jetzt auch eigentlich noch ein bisschen was malen. Das hat sie ja im letzten Part so ein bisschen für sich entdeckt. So als kleines Hobby nebenbei und damit kann man dann auch noch mal ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, das muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Und zwar müsste es doch hier irgendwo so einen Verkaufsstand geben, auch für Gemälde. Ich glaube, das hier, ne? Straßengalerie. Ja, das müsste es, glaube ich, sein. Ich werde es mal jetzt kaufen. Das kostet natürlich jetzt auch nochmal ordentlich was. Aber ich hoffe mal einfach, dass sich das auszahlen wird. Wir stellen das jetzt einfach mal hier so ein bisschen vors Haus hin. Dann können wir das nämlich so verkaufen, weil ich fände das jetzt ein bisschen blöd. Wir versuchen ja ein bisschen die Challenge zu spielen. Und das zentrale Ding dieser Generation ist ja, dass sie alles, was sie selber herstellen, irgendwie auch selbst so verkaufen. Und das dann übers Inventar zu verkaufen, fände ich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen boring. Deswegen machen wir das so. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, hat sie schon irgendwas gemalt? Ich glaube, sie hat schon was gemalt, aber wir haben es einfach so verkauft im letzten Part. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir jetzt hier mal ein Landschaftsgemälde malen. Ich denke mal, das wird dann so ihr Stil, also dass sie eben so die Gegend so ein bisschen malt, ein bisschen die Landschaft. Und dann werden wir damit auch ein bisschen Geld verdienen. Und Colin hat, glaube ich, noch Botengänge zu tun. Ja, wir müssen hier noch diese Pilze finden. Ich erinnere mich, das war ja das, was mich letzten Part absolut aufgeregt hat. Aber ich glaube, dass wir die eben auch beim Marktplatz kaufen können. Und deswegen werden wir jetzt mal schauen, ob wir die dann am nächsten Tag kaufen können. Es ist ja schon spät, deswegen werden wir das jetzt nicht mehr machen. Aber ich könnte jetzt auch eigentlich nochmal hinreisen, um nachzuschauen, ob es die jetzt gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann nur noch mehr fertig macht. Ich glaube, ich gehe mal hin. Es schadet ja nicht. Ein letztes Mal versuche ich es noch. Und wenn es die wieder nicht gibt, dann machen wir das einfach über den Marktstand da. Okay, natürlich gab es keine Pilze. Wer hätte es gedacht? Also, dann werden wir es am nächsten Tag einfach mit den Ständen versuchen. Und ich würde sagen, Colin lädt sich jetzt hier noch, ich wollte gerade sagen, er lädt sich hier noch Joe ein, aber er ist hier irgendwo. Hier ist der Gute, dann werden wir vielleicht einfach jetzt mal mit ihm uns noch ein bisschen anfreunden, einfach ein bisschen quatschen. Die beiden verstehen sich jetzt auch eigentlich echt schon ziemlich gut. Und Raven ist hier weiterhin mit ihrem Gemälde beschäftigt. Und oh, schaut, wer wieder vorbeigekommen ist. Vielleicht können wir mit ihr auch gleich nochmal eine Runde quatschen, wenn sie schon hier vorbeischaut. Wir können ja mal nochmal ein Kompliment hier machen und ein bisschen Geheimnisse austauschen. Ich glaube, Madeline kann schon so eine Bezugsperson für Raven werden. Deswegen wird sie jetzt einfach mal ein bisschen was erzählen und ja, nochmal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr führen. Ich glaube, sie ist sogar die, mit der wir ja hier uns echt am besten verstehen, neben unserer Kuh. Aber wir haben jetzt hier auch nochmal die Cecilia und die Annie. Also vielleicht können wir mit den beiden uns ja auch anfreunden. Ich glaube, die Annie, genau, die ist sogar die Ehefrau von Joe. Also vielleicht können wir da so ein bisschen uns mit dem Couple anfreunden. So, und Raven hat sich jetzt anscheinend dazu entschieden, jetzt noch ein Bad zu nehmen. Das kann sie natürlich gerne machen. Und Madeline, oh mein Gott, ich wollte sagen, sie bedient sich an unserem Kühlschrank. Aber die Gute räumt einfach ein bisschen auf und macht den Abwasch. Wie absolut süß von ihr. Und dann würde ich sagen, ist es jetzt auch schon recht spät. Es ist ja schon 11. Das heißt, dann werden die beiden auch einfach nur noch müde ins Bett fallen. Irgendwie auch eine absolut komische Situation, dass Madeline jetzt einfach hier hockt, ein Buch liest, während die beiden hier neben mir schlafen. Alles klar. So, es ist der nächste Morgen, 5 Uhr in der Früh. Perfekte Zeit für Raven aufzustehen
und erstmal auf Toilette zu gehen. Und dann schaue ich jetzt mal ganz kurz, ob wir noch was im Kühlschrank haben. Okay, ein bisschen Obstsalat haben wir noch. Dann kann sie jetzt gleich erstmal was essen. Oder nee, ich will, dass die beiden zusammen frühstücken. Dann kann sie sich dabei vielleicht nochmal ein bisschen um den Garten kümmern. Oh, wir können die ersten Sachen verkaufen. Sehr geil, aber wir verkaufen sie natürlich nicht hier, sondern wir ernten jetzt erstmal alles und dann können wir das heute auf dem Markt verkaufen. Aber es sieht ja schon mal echt vielversprechend aus. Also wir bekommen hier 204 Simoleons. Mal schauen, wie viel wir dafür am Markt bekommen. Oh mein Gott, wer bist du denn? Und oh mein Gott, Raven sieht so gut aus. Ich liebe dieses Outfit einfach so sehr. Aber Colin kann jetzt auch mal aus dem Bett kommen und wird sich jetzt auch einmal fertig machen im Bad, einmal noch duschen gehen. Okay, wir haben nur noch ein Obstsalat, das heißt, vielleicht kann Raven jetzt noch schnell irgendwas machen. Also hier einfach nochmal eine kleine Portion Obstsalat. Oh, das ist so schön. Ich habe das echt so vermisst. Das ist einfach alles so schön harmonisch. Also sie ist hier gerade am Kochen, gerade noch am Duschen und die beiden leben jetzt einfach so ein bisschen ihren Farmertraum und es ist einfach so ein schöner Ausgleich zu dem ganzen Uni-Stress, den ich jetzt in der letzten Zeit hatte. Also ich genieße es jetzt echt wieder mega, dass ich es wieder aufnehmen kann. Die Frage ist bloß, sie macht Obstsalat. Das heißt, warum kocht sie jetzt am Herd? Und sie hat Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Sehr schön. So, dann könnt ihr jetzt mal hier zum Essen rufen und Teller nehmen. Und dann können die beiden jetzt hier einmal zusammen frühstücken. Heute mal auf der Couch, auch schön. Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Markt. So, und ich würde sagen, jetzt kann Colin hier einmal bei der Kim handeln. Die beiden verstehen sich ja richtig gut. Die sind ja schon befreundet. Das heißt, ich glaube, er hat bessere Chancen als seine Frau. Dann ziehen wir jetzt mal ganz kurz noch hier alles von ihrem Inventar in Seins rüber. Und Raven versucht sich hier drüben mal am Handeln. Und dann schauen wir mal, ob sie die Pilze da hat. Na super, als ob das jetzt nicht geklappt hat. Oh Mann. Okay, die waren beide nicht sehr erfolgreich. Dann werden wir jetzt aber trotzdem natürlich mal schauen, ob wir hier die Pilze bekommen. So, okay, sie hat natürlich nicht die Pilze, die wir brauchen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir können jetzt zumindest mal unsere Sachen verkaufen. Natürlich jetzt ohne den 10% Gewinnaufschlag, aber ja, was soll's. Wir müssen die Sachen auf jeden Fall loswerden. Wir brauchen ja das Geld, deswegen verkaufen wir es jetzt einfach mal ein bisschen günstiger. Okay, also am lukrativsten war es hier diese Pieksfrucht. Die bringt echt sehr viel und wir bekommen jetzt 816 Simoleons für alles. Ich würde sagen, das ist schon mal eine sehr gute Ausbeute. Jetzt haben wir hier mal endlich die 1000 Simoleons geknackt. So, jetzt schauen wir auf jeden Fall noch, dass Raven auch an einen Botengang kommt. Beziehungsweise, ich glaube, man kann ja auch mehrere Botengänge haben, oder? Weil dann könnte nämlich Colin auch noch einen annehmen. Weil ich weiß echt nicht, wann wir den hier jemals erfüllen können. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach jetzt mal beide an hier. Das brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht durchlesen. So, hier müssen wir 4 Lebensmittelbestellungen aufnehmen. Die Lebensmittelhändlerin eine Portion und eine Mahlzeit bringt. Rose zum Kreaturenhüter bringen. Ich glaube, dazu hat mir mal jemand einen Kommentar geschrieben. Zu dem Kreaturenhüter. Also hier steht, dass er sich in Bramblewood aufhält. Also mal schauen. Und hier brauchen wir 2 Flaschen weiße Milch zur Lebensmittelhändlerin bringen. Super, dass wir eigentlich gerade unsere ganze Milch verkauft haben. Aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin. Und wir haben jetzt hier eine Rose. Die müssen wir jetzt dann an den Kreaturenhüter bringen. Okay. So, ich würde jetzt aber erstmal sagen, dass sich jetzt Raven auch noch hier Botengänge holt. Okay, da nehmen wir jetzt auch einfach beide Botengänge an. Mit einem Zwerg sprechen, 2 Singles finden, okay. Und selbstgezüchtete Blaubeeren ernten. Haben wir Blaubeeren überhaupt? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber vielleicht können wir hier Blaubeeren kaufen und die dann anpflanzen. Tatsächlich, dann würde ich mal sagen, kaufen wir uns hier einfach mal eine Blaubeere. So, dann müssen wir das eigentlich zu Hause nur noch einpflanzen und dann warten, bis es erntereif ist. Und mit einem Zwerg sprechen. Okay, wir können auch einen Baumodus kaufen. Darauf habe ich jetzt aber nicht so Lust. Vielleicht finden wir irgendwo Zwerge. Vielleicht hat irgendwer Zwerge auf seinem Grundstück. Das muss ich mal gleich nachschauen. Und Raven könnte jetzt sich mal hier unterhalten mit Lake. Vielleicht ist er nämlich Single. Das werden wir jetzt herausfinden. Okay, und Colin muss jetzt hier einfach mit Sims sprechen und Bestellungen aufnehmen. Mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Hier, Lebensmittelbestellungen aufnehmen. Dann kann er als nächstes mit Lotus quatschen. Ich habe nicht mehr viele Eier und ich muss Kuchen backen, also 2 Eier bitte. Okay, so, und dann fragen wir noch die Gute hier, was sie denn so braucht. Sie braucht auch Eier, okay. So, und dann kann er jetzt hier auch nochmal den Joe fragen. Raven ist heute die Geschenkfreundin von Agnes. Sie freut sich, Raven als Mitglied der Gemeinschaft ein Geschenk zu machen. Wenn Raven die Tradition fortsetzen möchte, sollte sie einem Bewohner von Hanford und Bagley ein passendes Geschenk machen. Haben wir jetzt was bekommen von ihr? Tatsächlich, 2 Flaschen Milch. Oh mein Gott, das ist ja richtig perfekt. Dann können wir ja hier 2 Flaschen weiße Milch zur Lebensmittelhändlerin bringen. Cool, dann können wir das auch gleich machen. Es läuft ja hier glatt. So, und sie fragt jetzt erstmal den Lake, ob er Single ist. Anscheinend finden sie ihn sehr attraktiv, weil hier dieses Zeichen daneben ist. Well,
Fragen, ob Sims Single ist. Okay, Lake ist Single, das ist schon mal sehr gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen weiteren. Ich glaube, die Kim ist Single. Wir fragen sie jetzt einfach mal. Okay, wir können sie irgendwie nicht fragen. Dann fragen wir am besten hier die Bronwyn einmal. Aber erstmal müssen wir uns bei ihr vorstellen. So, und dann fragen wir hier noch die Marion, was sie denn so bräuchte. Irgendwie können wir Frauen nicht fragen, ob sie Single sind. Alles klar, dann fragen wir einfach einen anderen Mann, wenn wir einen finden. Dann fragen wir den Mac hier hinten. So, und dann müssten wir jetzt hier schon die erste Aufgabe erfüllt haben, oder nicht? Lebensmittelbestellungen an die Lebensmittelhändlerin weitergeben. Achso, okay. Das machen wir natürlich. Hier, Lebensmittelbestellungen weitergeben. Mein Gott, der Park hier ist ja richtig schön. Warum sehe ich das jetzt erst? 1 Dutzend weiße Eier zur Lebensmittelhändlerin. Das ist nicht euer Ernst. Oh Mann, ey. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die 2 Flaschen Milch geben, die wir gerade vorhin geschenkt bekommen haben. Ich weiß den Wert eines ganzen... Ja, keine Ahnung. Lese ich mir jetzt nicht durch. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich den ersten Botengang erfüllt und das Geld bekommen. Und jetzt müssen wir auch irgendwie noch irgendwas bekommen haben. Hier, ein Feed-Tuning-Teil. Okay, Freundschaftsleckerchen. Pulli mit Streifen. Hä? Ach nee, das ist für ein Huhn. Oh nein, wie cool. Aber wir könnten es halt für 480 Simoleons verkaufen. Was haben wir hier? Ein Coupon. Ah, okay, damit können wir also einmal Lebensmittel gratis bestellen. Also die Lebensmittel kosten natürlich trotzdem was, aber die Lieferung nicht. Und was ist damit? Wie viel bringt das? 100. Aber wir können damit irgendwie was verbessern. Einen Viehstall können wir damit verbessern. Okay, werden wir uns gleich mal anschauen. Ich verkaufe das jetzt mal noch nicht. Das Leckerchen bringt eh nicht so viel, das verkaufe ich jetzt auch nicht. Aber ich würde sagen, wir verkaufen diesen Pulli hier, weil wir brauchen einfach das Geld ganz dringend. So, und du sollst jetzt hier bitte den Mac fragen, ob er Single ist. Und bitte sei Single, damit wir das jetzt erfüllt haben. Sehr gut, okay. Jetzt müssen wir ihr von den Singles berichten. Wo ist die gute denn? Hier, über Singles berichten. Und wir könnten uns hier eigentlich auch noch einen Botengang holen beim Lebensmittellieferanten. Und Colin könnte bei der Pappbesitzerin einen... Nee, ich glaube, die macht auch immer welche mit Pilzen. Das lassen wir jetzt lieber mal. Wo ist der Lebensmittellieferant hin? Ah, da hinten. Okay, dann stell dich einfach mal bei Rahul vor. Dann holen wir uns da nochmal Botengänge und dann besteht der Part eigentlich, glaube ich, nur aus Botengängen. Aber wie gesagt, wir brauchen jetzt einfach das Geld. Und wenn wir eben Sachen noch dazu bekommen, die wir verkaufen können, dann ist es nämlich auch eigentlich ganz lukrativ. Und dann können wir heute auf jeden Fall noch unser Gewächshaus bauen. Okay, wir werden auf jeden Fall das hier machen. Weil ich glaube, das ist nämlich das, wo man überall Fotos machen muss. Genau, sehr gut. Und Colin nimmt jetzt auch noch einen an. Bleibt uns nur noch der hier übrig. Oh je, okay. Colin wurde beauftragt, dieses Dorfbewohnerpaket auszuliefern. Aber für wen ist es bestimmt? Frage herum, bis du den richtigen Sim findest. Klingt nach viel Arbeit, aber dann lernen wir endlich mal noch mehr Leute aus dem Dorf kennen, weil das ist ja eben auch nochmal so ein Ziel der Generation, dass man sich hier mit dem ganzen Dorf so ein bisschen, ja, gut versteht auf jeden Fall. Okay, dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal als nächstes die Aufgabe, dass wir hier mit ihm über die Bürgermeisterin plaudern. Genau. Dann haben wir nämlich das hier auch. Jetzt müssen wir eine Kreuzstich-Arbeit anfertigen. Ach du Scheiße. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich finde es aber ganz cool, weil wie gesagt, dann machen wir nämlich ein paar Dinge, die wir sonst vielleicht nicht getan hätten. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also einfach, um so ein bisschen das Gameplay zu erkunden. Gut, das meiste müssen wir jetzt aber sowieso dann zu Hause machen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt hier nochmal ganz kurz den richtigen Dorfbewohner für das Paket zu finden. Okay, also es war tatsächlich Kim. Ich weiß irgendwie nicht, warum er jetzt ihr das Paket von hier ausgegeben hat. Aber dann haben wir das jetzt auch schon mal erledigt. Und das war es auch tatsächlich schon. Mehr mussten wir gar nicht machen. Das war jetzt tatsächlich ziemlich einfach. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, was wir hier noch bekommen haben. Also wir haben hier wieder einen Coupon bekommen. Oder ist es der gleiche von vorher? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Dann haben wir hier ein Teil für die Küche bekommen. Auch ganz nützlich. Dann haben wir eine Blaubeere bekommen. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und einen Wassermelonsalat. Gut, die Ausbeute war jetzt nicht so groß, aber wir mussten auch echt wenig dafür machen, also passt das schon. Und ich würde sagen, jetzt werden wir noch ganz schnell mal hier nach Bramblewood gehen und hier den Kreaturenhüter suchen. Okay, also die Hütte habe ich schon mal gefunden und ich glaube, das davor müsste dann auch der Kreaturenhüter sein. Yes, okay. Der Michael Bell, okay. Dann müssen wir ihm eigentlich nur die Rose überbringen. Okay, wir müssen uns erstmal vorstellen. Dann machen wir das schnell mal. Und Raven kann ja mal schauen, ob hier irgendwo Zwerge sind. Beziehungsweise, wir machen jetzt einfach mal Trick 17. Bevor wir jetzt die 200 Simoleons für diesen Zwerg hier selber ausgeben müssen, kaufe ich den jetzt einfach hier auf diesem öffentlichen Grundstück. Und dann müssen
müssen wir nicht selber zahlen. So, und dann können wir jetzt hier mal mit ihm ein bisschen quatschen. Und dann haben wir hoffentlich die Aufgabe schon fertig. Beziehungsweise ich glaube, danach kommt bestimmt auch was. Okay, jetzt müssen wir dann doch nochmal zurück und Agatha davon berichten. Okay, das können wir dann auf dem Heimweg auch nochmal schnell machen. Und jetzt schauen wir noch, dass Colin hier die Rose noch abgibt. Gut, ja, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Sehr schön. Oh, wir haben sogar was zurückbekommen. Oh nein. Das ist eine schöne Blume, aber ich frage mich, ob sich die Lebensmittelhändlerin irgendwelche falschen Hoffnungen macht. Grüße sie von mir und nimm ihr diese zauberhaften und sattgrünen Pilze als Dankeschön mit. Das ist ein Geschenk. Oder besser nicht? Entscheide du, ich möchte nicht die falschen Signale senden. Oh nein, irgendwie tut sie mir jetzt leid. Oh mein Gott. Ich habe gerade Pause gedrückt und schaut euch mal an. Einfach voll die Biene hier reingeflogen in mein Bild. Okay, dann werden wir jetzt nochmal ganz schnell zum Markt zurückreisen. Und dann kann Colin jetzt hier nochmal ganz kurz mit Kim reden. Und zwar werden wir hier die Grüße vom Kreaturenhüter ausrichten. Beziehungsweise, Moment, wir müssen ja auch noch die Pilze mit überbringen. Dann wählen wir doch das hier aus. So, und Raven wird hier mal über ihren Zwergentratsch berichten. Okay, sehr gut. Dann haben wir das jetzt auch beides erledigt. Und ich habe gerade gesehen, wir können der Kim hier auch schon die Portion hier liefern. Und zwar geben wir jetzt einfach mal ihr den Wassermelonsalat, wenn das funktioniert. Sehr gut. Sie scheint sich zu freuen. Hat das jetzt hier unsere Aufgabe erfüllt? Ach, sehr cool. Okay. Aber ich glaube sowieso, dass wir das geschenkt bekommen haben. Das habe ich einfach weiter verschenkt. Auch nicht schlecht. Ich würde es aber erstmal sagen, wir werden jetzt erstmal nach Hause reisen. Jetzt schaue ich nur gerade. Wahrscheinlich pflanzen wir die Blaubeeren am besten hier an. Ich würde sagen, eigentlich reicht ja ein Busch. Blühen die jetzt überhaupt? Sommer, okay, sehr gut. Ja, dann müssen wir jetzt da einfach nur noch warten. Und ich würde jetzt mal sagen, wir können uns jetzt bestimmt schon von dem Geld das erste kleine Gewächshäuschen bauen. 1659 Simoleons haben wir zur Verfügung. Und ich würde sagen, wir werden das jetzt einfach mal hier hinten hinbauen. So vielleicht erstmal. Das war schon ganz schön teuer. 960 Simoleons für diese kleine Box. Okay, je länger ich da jetzt rumhantiert habe, desto hässlicher ist es irgendwie geworden. Also gut, es gefällt mir jetzt auch nicht unbedingt. Unser ganzes Geld ist auf jeden Fall weg. Also das ist alles für das da drauf gegangen. Ich habe jetzt hier schon ein paar Kästen platziert da drinnen. Ich fand das jetzt irgendwie ganz cool, wenn da drinnen so der Boden so irgendwie Erde ist. Fragt mich einfach nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich werde das wahrscheinlich bis zum nächsten Part dann auch nochmal ein bisschen umbauen. Also dass das ein bisschen optisch einfach ein bisschen besser aussieht. Aber ich würde sagen, fürs Erste erfüllt es auf jeden Fall seinen Zweck. Und dann können wir jetzt mal schauen, ob wir vielleicht noch was haben, was wir hier noch nicht gepflanzt haben, was aber noch ins Gewächshaus sollte. Dann würde ich sagen, pflanzen wir auf jeden Fall die Himbeere einmal. Beziehungsweise, Moment, die Himbeere bringt gar nicht so viel. Colin könnte jetzt hier mal die Tulpe einmal anpflanzen. Die bringt nämlich noch ganz gut Geld. Und vielleicht einfach mal die Kartoffel, einfach, dass wir die dann zum Kochen verwenden können. Und Raven kümmert sich hier mal um die Blaubeere, sehr gut. Dann kannst du sie auch gleich mal gießen. Und dann kümmert sie sich auch gleich hier um den Rest des Gartens. In der Stadt findet das Gewürzfestival statt. Vielleicht sollten wir da mal hinreisen, weil da gibt es ja normalerweise auch immer so Beete, wo wir auch was ernten könnten. Und vielleicht gibt es da ja auch was Wertvolles zu ernten. Und dann könnten wir hier gleich die Aufgabe erledigen, dass wir außerhalb von Hanford und Bagley ein Foto machen müssen. Das wäre gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall dann gleich machen. Aber Raven wird jetzt auf jeden Fall davor nochmal duschen gehen. Und Colin kann sich jetzt hier nochmal um die Pflanzen kümmern ein bisschen. Vielleicht auch nochmal schauen, ob die Tiere was brauchen. Okay, also den Tieren scheint es gut zu gehen, aber wir könnten mal hier die Stelle ein bisschen säubern noch. Ah, und Eier einsammeln. Und Raven kann nochmal ganz kurz sich hier ums Geschirr kümmern, weil das gammelt hier schon ein bisschen überall vor sich hin. Oh je, die Agnes ruft an. Hallo Raven, ich glaube, ich habe mich in Zack Griffin verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Ja gut, mach mal. Keine Ahnung, wer das ist, aber süß, dass sie uns um Rat fragt. Vielleicht hat die Gute ja doch irgendwo ganz tief drin ein weiches Herz. So, aber ich würde sagen, wenn dann hier mal beide ready sind, okay, Colin geht noch schnell auf Toilette, aber danach können wir hier mal los zum Gewürzfestival. Colin hat sein heißes Wetteroutfit an, steht ihm auf jeden Fall sehr gut und auch Raven hat ihr heißes Wetteroutfit an. Sehr schön, so, aber wir haben Aufgaben zu erledigen und zwar muss Raven jetzt erstmal hier ein Foto machen, vielleicht einfach hier so ein paar von dem Fest.
Und hier vielleicht von dem Gebäude, sieht irgendwie ganz schön aus. Okay, sehr gut, dann müssen wir ihm jetzt noch das Foto geben und ja, die ganzen anderen Sachen noch erledigen. Aber das kann jetzt erstmal warten, denn wir werden uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf dem Festival vergnügen, beziehungsweise erstmal hier die ganzen Sträucher abernten. Und Colin kann sich ja hier mal an dem Curry-Wettbewerb versuchen und hier mal mitmachen. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus hier mit dem Sonnenuntergang. Okay, er ist anscheinend noch nicht so gewöhnt an die scharfen Speisen, aber das kommt bestimmt noch. Okay, er ist leider gescheitert, schade. Und hier ist irgendein Celebrity. Sogar ein Megastar, okay. Vielleicht kann ja Colin mal hier um ein Autogramm bitten. Das könnten wir dann vielleicht sogar verkaufen. Ah, okay, sie wird uns keins geben. Okay, never mind, wir finden noch andere Wege, um an Geld zu kommen. Was haben wir jetzt hier überhaupt alles geerntet? Ganz schön viel. Also wir haben hier Basilikum, Salbei, Petersilie. Das haben wir aber alles schon zu Hause. Tomaten haben wir, glaube ich, noch keine. Brombeeren haben wir jetzt mittlerweile echt genug. Oh, und eine Kuhpflanzenbeere. Wo haben wir die jetzt her? Aber sehr cool. Die ist auch so schon ziemlich wertvoll. Also 180 Simoleons. Aber wir werden die auf jeden Fall einpflanzen und uns eine Kuhpflanze züchten. Ich weiß nicht, ob die uns irgendwie auch Geld bringt. Ich glaube aber nicht. Aber es wäre trotzdem ziemlich schade, die zu verkaufen. Dann könnte Raven jetzt mal hier bei einem Stand sich was zu essen holen und einfach mal so ein paar neue Gerichte kennenlernen. Vielleicht nimmt sie hier einfach einen vegetarischen Burrito mit Tomaten. Klingt auf jeden Fall sehr lecker. Darauf hätte ich jetzt auch Lust. Was macht Colin? Der schaut sich hier den Johnny an, wie er Gitarre spielt. Ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich den heutigen Part auf jeden Fall mal beenden. Ich hoffe sehr, dass der Part euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn wir jetzt heute fast nur Botengänge erfüllt haben und ja, ein bisschen Geld zusammengesammelt haben, dass wir uns jetzt endlich mal unser Gewächshäuschen bauen konnten. Im nächsten Part werden wir das Ganze dann auf jeden Fall noch ein bisschen weiter ausbauen und ja, weiter an unserem Garten arbeiten, hoffentlich viel ernten, viel verkaufen, die letzten Buttengänge noch erledigen und uns vielleicht auch noch mal ein bisschen der Malerei widmen, damit ich diesen Stand zum Gemäldeverkaufen nicht umsonst gekauft habe. Und ja, dann würde ich sagen, können wir auch bald schon mit der Familienplanung loslegen. Dazu habe ich mir dann auch schon so eine kleine Story noch überlegt, wie wir das Ganze dann spielen werden. Lasst mir gern wie immer Feedback in den Kommentaren da, darüber freue ich mich immer sehr. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.